Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen DM-Haul, wie ihr ja eh schon im Titel erkennen konntet. Und ja, es sind ein paar Neuheiten, auch Favoriten bzw. Nachkaufprodukte. Und auch eine Verlosung ist mit dabei, die werde ich irgendwo mal anfangs oder Mitte oder Ende des Videos irgendwo mit einbauen. Und ja, also wenn du noch nicht Abonnent meines Kanals bist, dann auf jeden Fall jetzt gleich auf den Abonnieren-Button drücken. Tja, die Teilnahmebedingungen stehen auch in der Infobox und ja, ich würde sagen, los geht's. Tja, ich habe dieses Mal wieder online bestellt und mit dabei ist dann meistens immer hier so eine, tja, so ein Katalog bzw. ein Magazin, und zwar von Active Beauty, das DM-Magazin. Komme eigentlich nie dazu, dieses Ding zu lesen, aber finde es trotzdem ganz toll, ein paar Neuheiten. Dieses Mal sind auch hier Geschenkanhänger dabei, die werde ich mir rausnehmen. Auch ein gratis Nikolaussäckchen ist hier dabei, das man befüllen kann. Ich hätte eher gehofft, dass es befüllt ist, aber dem war nicht so, denn an diesem Tag, wo ich das bestellt habe, gab es die Info, man bekommt ein Nikolaussackerl dazu. Und ja, da habe ich mir dann schon eher gedacht, dass dieses Nikolaussäckchen befüllt ist. Tja, aber egal. Zuerst habe ich hier etwas für meine Tochter gekauft und das ist, glaube ich, auch eine Neuheit. Und zwar von Balea Shampoo und Spülung Little Princess. Die Verpackung sieht auf jeden Fall sehr toll für Mädchen aus und duftet nach zauberhaften Abenteuer. Riecht zwar ein bisschen süßlich, doch schon sehr süßlich, aber trotzdem noch angenehm. Ja, also Shampoo und Spülung in einem. Tja, die Lichtverhältnisse heute sind nicht gerade die besten, aber ja. Tja, und dann habe ich mir von Maybelline diese Super Stay 24 Hours Color Lipsticks geholt und in der Farbnuance 611 Cream Caramel. Ja, ist hier ein Zwei-Phasen-Ding, also One Step and Two Step, also One Step diesen Lipstick hier. Eine etwas nudigere Farbe. Dann habe ich hier von Abtei eine Zink- und Wundcreme geholt. Eine milde und wirksame Hautpflege bei Hautabschürfungen, Hautreizungen und Unreinheiten. Und die ist eigentlich jetzt nicht für mich gedacht, sondern für meine Tochter. Ich weiß nicht, zur kalten Jahreszeit mit den Schnupfen dazu, bekommt sie oft hier solche Unreinheiten, die nicht wirklich sehr angenehm aussehen. Und ich habe jetzt mal gedacht, ich greife jetzt zu dieser Zinkcreme, da, als sie letztens bei meiner Schwester war, sie ihr die Zinkcreme draufgegeben hat und ich habe das Gefühl gehabt, dass ihr das gut geholfen hat und habe mir gedacht, ich greife jetzt auch zu einer Zinkcreme und probiere es mal mit dieser hier. Ich gebe ihr meistens bei solchen Sachen nur dieses Kokosöl drauf, das ist ja auch immer entzündungshemmend und auch sehr pflegend, hilft aber bei nicht allen Dingen. Für den Adventskalender meiner Tochter durfte auch noch was mit, und zwar habe ich ihr einmal von Tedisep dieses Kinder-Badespaß-Säckchen geholt mit zauberhaften Glitzerspaß. Boah, das riecht jetzt schon, wo ich es nur ein bisschen schüttel. Ist mit Erpeduft und hautgesunder Rezeptur mit Mandelöl, frei von Silikonen, Paraffinen und Mineralölen. Ja, kommt auf jeden Fall in den Adventskalender meiner Tochter. Und auch das von Kneipp, dieses Sprudelbad Zaubertrache, werde ich hier auch in den Adventskalender geben. Ist in der Duftrichtung Banane, spuckt Schaum bis zu 10 Minuten lang. Dann geht es weiter hier zu einem Clear Gesichtstonic von Alverde. Gegen Pickel und Mitesser, Heilerde Bio grüner Tee für unreine Haut. Hatte ich auch noch nie, deswegen durfte es dieses Mal mit. Riecht sehr, sehr, sehr angenehm und sehr gut. Also bei grüner Tee und Heilerde hätte ich mir jetzt einen schlechteren Duft erwartet. Ja,
Riecht wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ihr wisst, ich bin bei Düften schon immer ein bisschen empfindlich. Dann, und ich kann es einfach nicht lassen, mein Lieblingsdeo zu holen, und zwar das hier von Rexona Maximum Protection in der blauen Variante und ja, 48 Stunden Halt. Tja, wenn ich arbeiten gehe, hält das wirklich und kann mich total auf dieses Ding verlassen. Genauso wie das hier von Borotalco, das ich mir auch immer wieder hole und das jetzt auch schon wieder teurer geworden ist. Ich weiß, es war schon mal teurer und die sind dann wieder runtergegangen zum alten Preis und jetzt ist es wieder teurer geworden. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ist auf jeden Fall mit 0% Aluminium und ja, dieses Pure. Auch ein sehr beliebtes Deo von mir. Dann, und in der ja, kalten Jahreszeit benötigt man diese Dinger, zumindest wir, sehr oft. Und da haben wir gerne auch in jeder Abteilung, also im Erdgeschoss und auch im ersten Stock, einer dieser Packungen stehen, und zwar dieser Taschentücher von Soft und Sicher der DM Eigenmarke. Diese Recycling-Taschentücher sind vierlagig, finde ich total toll. Das Design, ja, sind halt Recycling-Taschentücher. Dann ein Favorit und auch Nachkaufprodukt von mir ist diese Catrice HD Liquid Coverage Foundation in der Farbnuance 010 Light Beige und die habe ich mir gewollt in so einer hellen Farbnuance genommen, da ich sie gerne mische mit denen, die ich jetzt noch so da habe und mir schon zu dunkel sind, denn meine Haut wird einfach um einiges heller im Winter, deswegen diese helle Farbe und die werde ich dann wieder mischen. Dann darf man sich ja online immer ein Gratisprodukt aussuchen und das ist auch irgendwie ein Grund, warum ich sehr gerne online bestelle. Denn ich habe mir von Nivea Men dieses Aftershave Balsam ausgesucht und das wird in den Adventskalender meines Freundes kommen und ist mit 0% Alkohol und kein Brennen. Und ich glaube, das hatte ich früher auch schon mal in Verwendung. Denn das war damals wirklich ein sehr gehyptes Produkt als Primer, also für unter das Make-up. Dann geht es weiter hier mit einem Augen-Make-up-Entferner und den hatte ich auch noch nie und deswegen war ich sehr neugierig und zwar von Alvera Naturkosmetik, der Augen-Make-up-Entferner. Und ich bin gespannt, ob der meine wasserfesten Produkte, also Mascara und Eyeliner auch runterbekommt. Ist auf jeden Fall auch für Kontaktlinsenträger geeignet und für normale bis trockene Haut. Ist ein sehr kleines Fläschchen, aber es sind 100 ml. Und habt ihr zufällig das schon mal getestet? Wenn ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Bin da ein bisschen skeptisch, ob das mithalten kann mit meinen anderen Augen-Make-up-Entferner. Aber wie gesagt, ich werde es jetzt mal testen. Dann, und ich konnte es einfach nicht lassen, habe ich mir von Balea dieses Verwöhnt Dusche Soft Elegance mit duftenden Rosen und Feigen mitgenommen. Und das ist auch eine Neuheit. Gar nicht so, wie ich es mir jetzt gedacht hätte, denn ich habe eher gedacht, dass das so riecht wie dieses Deo, was sie auch rausgebracht haben. Aber vom ersten Eindruck her jetzt mal gar nicht süß, wirklich sehr elegant und auch sehr pudrig. Tja, ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch die Produkte, die ich an euch verlosen möchte. Ich habe schon etwas vorbereitet für euch und das zeige ich euch jetzt noch. Und zwar sind es einfach auch ein paar Produkte von meinen Adventskalendern. Und zwar haben wir einmal hier ein luxuriöses Body Spray. Ein Probeduft von Dior gebe ich euch dazu. Dann habe ich hier ein Face Wash Gel und ein Shower Gel, also ein Duschgel. Dann ein Schaumbad von Alvera mit Blaubeere und Ahornsirup. Eine Nagelfeile mit einem echt tollen Muster drauf. Auch einen Nagelclipser gebe ich mit dazu. Ich weiß nicht, warum ich so viele Nagelclipser in meinen Adventskalender hatte. Aber ich gebe ihn euch jetzt einfach mit dazu. Dann habe ich hier noch zwei Pinsel für euch. Tja, ein Lidschattenpinsel und ein Puderpinsel. Eine Badekugel, einen Essence Gel Nagellack in der Farbbezeichnung 56 You and Me. Dann dreimal hier diese, ja, loses Glitzer für Gesicht, Körper, Nägel
oder auch als Deko. Und dazu gibt es hier diesen Glitzerkleber. Dann noch hier ein Pinsel für Lidschatten. Und natürlich bekommt ihr auch Lidschatten dazu, und zwar zweimal. Dann habe ich hier noch zweimal loses Glitzer fürs Augenlid. Dann von Lanchester ein Skin Repair Serum. Und ein Lipgloss. Tja, und wenn du Interesse hast an dieses Paket, dann solltest du auf jeden Fall Abonnent meines Kanals sein, den Video einen Daumen nach oben geben und ja, schreib mir einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Verlosung. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch die letzten Produkte des DM Hauls. Und zwar habe ich mir auch ein Favorit von mir, ein Nachkaufprodukt, diesen Liquid Camouflage Concealer von Catrice mitgenommen. Das ist einfach mein heiliger Gral, und zwar in der Farbnuance 005 Light Natural und ja, auch schon in einer etwas helleren Farbe. Wie gesagt, im Winter bin ich etwas heller im Gesicht. Könnt ihr wahrscheinlich auch jetzt schon erkennen. Gut, mit dem beschissenen Licht nicht. Tja, und einmal habe ich mir Fußsocken von Balea mitgenommen. Ich glaube, die sind auch ziemlich neu. Und ja, ist eine intensive Feuchtigkeitspflege mit Limettenextrakt und Avocadoöl. Verwende solche Fußmasken wirklich sehr gerne zur kalten Jahreszeit und lass sie dann auch immer ein bisschen länger drauf. Ja, und die finde ich pflegen auch wirklich meine Haut immer sehr gut. Aber das hier habe ich noch nicht getestet, deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Tja, und da bin ich mir noch sehr unsicher, aber ich wollte mir es jetzt endlich mal holen. Und zwar sind es diese Fuß-Hornhaut-Entferner-Socken von Balea. Habe schon viel, viel Schlechtes darüber gehört, aber auch schon Gutes darüber gehört. Und befreit auf jeden Fall von Hornhaut und mildert Schrumpen. Ja, ist dann auch so ein Produkt, wo sich die Haut schält und nach zwei Wochen, ja, sich die alte Haut löst, um sich neu bilden zu können, und man dann samtweiche Füße besitzt. Dann, und das habe ich mir wirklich jetzt schon sehr lange nicht mehr geholt, obwohl ich es wirklich sehr gerne esse. Und zwar ist es von DM Bio diese Maiswaffeln gesalzen. Ja, schmecken einfach besser. Die mag ich gerne und auch meine Tochter liebt sie und ist glutenfrei mit 110 Gramm, ja. Ein Nachkaufprodukt ist auch hier von Alverde dieses Gesichtswasser mit Bio-Wildrose, und das ist für trockene Haut und ich verwende es wirklich sehr gerne nach meiner Gesichtsreinigung und auch morgens, bevor ich mein Make-up auftrage bzw. bevor ich meine Feuchtigkeitscreme verwende. Dann auch ein Nachkaufprodukt ist dieser Lip Liner von Manhattan, der Extreme Last Lip Liner, den ich auch gerade trage, und tja, ich habe irgendwie Angst, dass sich der bald dem Ende zuneigt, deswegen durfte der mit, und zwar in der Farbnuance 44N. Ich bin ja wirklich total überzeugt von diesen Lip Linern von Manhattan und auch Preis-Leistung sehr toll. Dann durften hier noch einmal Taschentücher mit von Soft und Sicher für unterwegs. Diese Bäckchen sind dann doch praktisch. Ja, gibt es jetzt auch in dieser Recycling-Variante, finde ich sehr toll. Deswegen durften die hier auch mit, und ja, wie gesagt, zur kalten Jahreszeit einfach ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall ganz wichtig für die Handtasche. Tja, und jetzt kommen wir auch schon endlich zum letzten Produkt, und so habe ich mir wieder diese Wattepads mitgenommen. Ja, ganz ohne geht es einfach nicht, und da greife ich jetzt auch immer zu dieser Natur 100% Baumwolle aus kontrolliertem biologischen Anbau, zertifiziert, und ja, habe ich ein bisschen ein besseres Gefühl, wenn ich die hier nehme. Ja, die durften auch wieder mit. Tja gut, und das war es jetzt auch schon wieder mit meinem DM-Haul. Zur Verlosung nochmal, also bitte einfach die Teilnahmebedingungen lesen. Ja, bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen. Tja, und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.